Der Gewinner des Trikots, das letzte Woche von Marco Reus höchstpersönlich unterschrieben wurde. Can we also take a picture right here? Thank you. Welcome to Dortmund, bro. Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ihr könnt es schon lesen, heute ist das Saisonfinale. Wer wird deutscher Meister, Dortmund oder Bayern? Ihr seht, letzte Woche war ich noch im Dortmunder Stadion, VIP-Karten, saß vor Marco Reus. Heute bin ich selber auf der Suche nach Karten, denn irgendwie sind alle Karten ausverkauft. Es war unmöglich, in der Woche noch eine Karte zu finden. Und deswegen bin ich hier heute mit diesem Schild unterwegs und versuche hier vorm Stadion irgendwie noch an eine Karte dran zu kommen. Viel Glück. Denn das ist der letzte Spieltag. Ein Wunder könnte passieren und das möchte ich nicht verpassen. Freunde, lasst jetzt schon mal ein Like da. Ich muss jetzt aber schnell losgucken, denn das Spiel fängt ja schon gleich an. Und irgendwie brauche ich ja noch eine Karte. Ich gehe jetzt mal los und dann hoffentlich sehen wir uns gleich im Stadion. Boah, irgendwie ist es mega schwer, hier eine Karte zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber klar, jeder will selber hin. Es sind keine Karten übrig. Ich hoffe wirklich, dass ich noch eine bekomme, bevor das Spiel anfängt, weil wie mies wäre das? Dann wäre ich hier vom Stadion und würde nicht reinkommen. Sorry, du kommst nicht rein. Abgang. Ich lasse mich einfach zu leicht ablenken. Ihr könnt euch noch an das Ding hier hinten erinnern. In Dortmund hatte ich 88 Punkte. Wir versuchen dieses Mal, mehr Punkte zu erreichen. Ich muss sagen, ich habe mich kein bisschen verschlechtert, aber auch nicht verbessert, denn dieses Mal ging das Ganze nur eine halbe Minute, in Dortmund war es eine Minute, da hatte ich 88 Punkte und jetzt 84, deswegen genauso wie letzte Woche schon. Ich werde trainieren und beim nächsten werde ich es definitiv besser machen. Kurze Frage, auch wenn ihr keine Gladbach-Fans seid, aber wie findet ihr das neue Gladbach-Trikot mit dem Rauch? Also meine Meinung ist, es ist mega gelungen, da hat sich Puma echt was ausgedacht. Ich feiere es, auch als Dortmunder. Es sieht nicht gut für mich aus, das Spiel fängt gleich an. Ich habe immer noch keine Karte, stehe hier vorm Stadion. Bitte, bitte drückt mir die Daumen, dass ich irgendwie noch an eine Karte komme, weil das kann ja nicht sein, dass ich jetzt extra hierher gefahren bin und an keine Karte komme. Langsam muss jetzt hier mal was passieren, denn ich habe noch immer kein Ticket und das Spiel fängt einfach gleich schon an. Was würdet ihr in dieser Situation machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie würdet ihr jetzt angehen? 12 Sekunden später. Freunde, ich glaube es selber nicht. Guck mal, was ich hier in der Hand halte. Ich habe wirklich eine Karte bekommen. Jens aus Hanau, so ein Ehrenmann. Denn er hat mir nicht nur die Karte verkauft, nein, er hat mir die Karte sogar geschenkt. Er hat gesehen, dass ich hier verzweifelt rumlaufe, nach einer Karte suche. Und dann hat er mir einfach die Karte geschenkt. Jens, vielen Dank und nochmal Grüße nach Hanau. Jetzt können wir ins Stadion. Bitte durchgehen. Wenn wir heute gewinnen und Frankfurt in München gewinnen, es ist ziemlich schwer. Bayern wird Meister, sobald ihr nur einen Punkt habt. Das heißt, für Bayern reicht es, unentschieden gegen Frankfurt zu spielen und die sind deutscher Meister. Es wird ein super spannendes Spiel hier, wie auch in München. Deswegen gucken wir mal, was passieren wird. Bye.
Video gerettet. Für den BVB, aber beim aktuellen Stand ist Bayern trotzdem Meister, denn selbst wenn Frankfurt 1:1 machen würde, ein Ausgleich, das würde nicht reichen. Bayern reicht ein Punkt, deswegen Frankfurt muss gewinnen und Dortmund muss hier ihre Führung weiter ausbauen. Ich werde jetzt meine Currywurst essen, dann fängt auch schon die zweite Halbzeit an. Dortmund muss ein bisschen mehr machen, denn ich muss sagen, Gladbach war eigentlich, also meiner Meinung nach war Gladbach stärker in der ersten Halbzeit. Eben wurde hier bekannt gegeben, Frankfurt hat das 1:1 gemacht. Jawohl, so kann es weitergehen. Frankfurt, let's go. Dortmund pusht auch noch weiter. Marco Reus 2:0 gegen seinen alten Verein. Aber Bayern hat eben auch das 2:1 gemacht. Es bleibt spannend hier. Bayern das 4:1 gemacht und das ist unaufhaltbar. Das wieder einzuholen, ein 5:4 zu machen, unmöglich. Wenigstens kommt Schmelzer und Dahoud nochmal rein. Dahoud hatte früher auch hier in Gladbach gespielt. Und Schmelzer, ja, bei ihm wird es wahrscheinlich das letzte BVB-Spiel sein. Das Spiel ist vorbei, Bayern ist Meister. Aber trotzdem, die Fans feiern die Mannschaft. Schön. Ja. Das ist ein Mann. Ja. Robo, oh, Maschine hier. Maschine, Lukas. Polnische Maschine. Boah, richtiger Polska. Da haben wir Thorgan Hazard, den neuen BVB-Spieler, mit Sack und Pack dabei. Hier, Mann. Can we also take a picture right here? Thank you, welcome to Dortmund, bro. Das war's mit dem heutigen Spiel. Bayern ist deutscher Meister. Glückwunsch nach Bayern, ihr habt es euch verdient. Dortmund, ja, hat auch eine gute Saison gespielt, war aber nicht konsequent genug und die wichtigen Spiele haben die nicht entscheiden können. Deswegen Kompliment an Bayern. Ich finde es erstaunlich, dass Bayern nicht mal wirklich Vollgas gegeben hat, wie in den Saisons davor, aber es ist trotzdem für die Meisterschaft gereicht hat. Freunde, noch fehlt was. Der Gewinner des Trikots, das letzte Woche von Marco Reus höchstpersönlich unterschrieben wurde, wird jetzt hier bekannt gegeben. Fabian.klg, herzlichen Glückwunsch, du hast das Trikot gewonnen. Nice. Ich werde das Trikot zu dir nach Hause schicken. Antworte einfach auf meine Nachricht. Vielleicht bringst du sogar vorbei, falls du zufällig in der Nähe wohnst. Immerhin war es eine sehr spannende Saison. Nochmal Glückwunsch an alle Bayern-Fans und an ganz München. Ihr habt es euch verdient. Wir sehen uns zur nächsten Saison. Na, Moment. Es gibt ja noch sehr, sehr viele Fußball-Challenges und noch sehr viele Fußball-Videos. Aber ich freue mich jetzt schon auf die nächste Bundesliga-Saison. Bis dahin, Freunde. Danke fürs Einschalten. Euer Lauro. Ciao.